Moin Leute, die meistgestellte Frage, die ich so bekomme hier auf dem YouTube-Channel, ist, du hast doch den Prime 4 und warum genau benutzt du da jetzt noch zusätzlich ein Mischpult? Und ja, das hat einige Gründe. Let's get into it. Ich bin hier gerade auf einer Hochzeit, aber ich erkläre euch das eben schnell. Und Achtung, jetzt der Grund, warum es quasi fahrlässig wäre, kein Mischpult am Start zu haben. Nämlich... Jo, und hier ist mein Setup. Der Prime 4 ist hier im RCF F10XR. Hier laufen die Kabel rüber. Und auf Channel 1, Mic 1, das Funkmikrofon. Auf Channel 2, das Kabelmikrofon. Das ist mein Mikrofon, das ich benutze. Dann auf Channel 3 ist der Prime 4. Auf Channel 4 mein Handy. Dann auf Channel 5 hat sich ein Musiker gesellt. Und ja, da ist hier noch ein Funkausgang. Da musste ich noch einen Adapter zwischenschalten, weil ich ja den richtigen Adapter wohl nicht mit hatte. Aber man ist ja vorbereitet. Und dann geht hier mein Monitor raus. Der Monitor ist... Hier unten ist super, super dunkel, aber stellt ihn euch vor. Und hier geht dann der Master out. Ja, könnte ich das alles auch ohne Mischpult? Ja schon, aber es wäre halt ziemlich scheiße. Hier da, den und den könnte ich ja jetzt einfach bei mir, hier Channel 1 und 4, oder 3 und 4 sind es, ne? 3 und 4 einklinken. Hätte ich aber den Nachteil, dass ich dann halt nur noch zwei Channel hätte, ne? Aber so habe ich halt volle Channel noch. Und ja, dann hier sind dann natürlich auch die Mikrofone. Die haben schon mal ganz cool einen Kompressor, einen analogen. Der ist auch deutlich besser als die Kompressoren, die man hier so am Start hat. Wenn ich das Ganze jetzt übers Mischpult laufen lasse, dann habe ich ja noch zusätzlich den Vorteil, ja, am Anfang des Abends pegel ich Mikrofon 1 und Mikrofon 2 ein. So, dann ist der Master hier aber noch auf super leise, weil, ja, ist halt Hintergrundmusik, ne? Und wenn es dann losgeht mit der Öffnungstanz, wird der Master gnadenlos aufgedreht. Und zack, hast du hier beim Mikrofon, ja, Rückkopplung, ist viel zu laut, alles neu, muss neu eingepegelt werden. Und das hast du halt hier nicht, ne? Hier ist das Ganze auf Channel 1 und 2. Und ich drehe hier den Master auf, Musik wird lauter hier auf dem Channel. Ich kann hier auch noch, hier den auch noch lauter drehen, wenn ich will. Aber die Mikrofone sind davon nicht betroffen. Ja, genauso hier die Musiker. Die mixe ich einmal ein und auch mein Handy, ne? Lautstärke einmal eingemixt. Wenn ich hier den Master ändere, ne, ändert das gar nichts. Ja, und das muss ich einfach machen. Ansonsten musst du die ganze Zeit bei Hintergrundmusik hier die Dinger auf Halbmast halten oder halt den Gain auf Halbmast. Ja, es ist alles Mist. Und man muss auch sagen, dass die Endstufen ja von diesem Ding deutlich besser sind als von einem Controller, sei es Pioneer oder Denon, ist ganz egal. So ein Teil holt noch mehr auf eurer Anlage raus als ein DJ-Controller, das ist ganz klar. Und ja, also die Außenanlage könnt natürlich auch hier über Zone Out laufen, aber spätestens hier, wenn ich dann noch meinen eigenen Monitor anschließen möchte, habe ich dann ein Problem, ne? Und Achtung, jetzt der Grund, warum es quasi fahrlässig wäre, kein Mischpult am Start zu haben, nämlich Zuverlässigkeit. Ein DJ-Controller, sei es Standalone oder am Laptop angeschlossen, kann dir immer abkacken. Entweder stürzt der Laptop an, Freeze, Musik aus, Stille, oder der kackt der Controller an sich ab. Das ist mir jetzt bei Denon tatsächlich auch schon passiert, teilweise aus eigenem Verschulden, aber ja, irgendwas ist ja immer, ne? Und Pioneer ist auch programmiert. Und sobald du eine Zeile Code drin hast, kann die fehlerhaft sein. Ja, ich bin Informatiker, gelernter Informatiker. Ich weiß, wovon ich rede. Die Informatiker heute, die schreiben nicht auf jede Zeile Code einen Test. Da wird auch mal auf Gutdünken und Ausprobieren programmiert. Und da kann es immer sein, dass da ein Fehler drin ist, das Ding schmiert ab, Stille. Und das willst du nicht. Ja, und warum nehme ich überhaupt ein Handy mit? Ja, natürlich, weil das Handy der Notfall ist. Und wenn das Handy am Controller angeschlossen ist, dann hilft mir der Notfall nicht, weil der Controller ist ja abgeschmiert. Genauso die Mikrofone. Wenn der Controller abgeschmiert ist, dann willst du doch noch was ins Mikrofon sagen. Du willst doch den Leuten sagen, jo Leute, kleine technische Panne, gleich geht's weiter. Als dass komplett die Musik aus ist, komplette Stille und du hast noch nicht mal eine Möglichkeit, mit den Leuten zu reden. Das ist, ja, crucial, würde man auf Englisch sagen. Und so ein Mischpult, das ist analog. Da ist keine Zeile Code drin, das läuft einfach als technisches Stück. Und da kann nichts mit passieren, außer dir
gießt ein Gast ein Bier ins Mischpult rein, was tatsächlich auch den Abend passiert ist. Aber selbst dann ist es noch weitergelaufen. Ich habe es abgewischt und hat Glück, nicht kaputt gegangen, ist weitergelaufen, alles gut. Ja, und wenn ihr das Mischpult dann tatsächlich abkackt, weil irgendjemand es kaputt macht oder ein Bier reingießt, dann kommst du halt nicht drum rum, die Sachen halt direkt an den Boxen anzuschließen. Dann musst du halt einen Abend mal so klarkommen. Aber das ist dann auch okay. Ich meine, man hat sein Bestes gegeben. Ne? Ich nehme jetzt nicht noch ein Backup-Mischpult mit. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten dann. Ne? Die Musik ist ja nicht aus. Ne? Man muss halt nur direkt dann an die Anlage ran und hat ein paar Optionen weniger. Jo, und was habe ich da auf dem Handy drauf? Ja, irgendeinen Song, den man immer spielen kann. Ne? So eine Playlist von Songs, die man immer spielen kann. Wie Ed Sheeran, Shape of You oder Tones and I, Dance Monkey oder Sia, Cheap Thrills mit Ron Paul. Wurde bang bang. Und du bist direkt wieder am Start. Zack, Musik aus. Jo, kleine technische Panne. Wir sind sofort wieder weiter dabei. Zack. Und Shape of You am Start. Weiter geht die Party. Aber das ist wirklich ein Totschlagargument, warum man auf jeden Fall ein Mischpult haben sollte. Denn sicherheitstechnisch ist das definitiv besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen doch ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen, auch über Kommentare. Haut rein.